Hallo, na, ist das die Idee? Also besser ein Küchentuch als dieses abenteuerliche Tuch. Hi, der Grund, warum ich mich immer wieder zu Wort melde, ist einfach nur dieser. Die Menschen kleben noch zu sehr am Althergebrachten, viel zu sehr und viel zu lange. Die versuchen auch andauernd Gründe zu finden, warum sie das tun. Ich habe früher schon einmal gesagt, es kommt der Zeitpunkt, wo du weder Vater noch Mutter hast, sondern du musst erkennen, du bist dein eigener Vater und deine eigene Mutter. Und das musst du auch sein. Sieh mal, dein Vater kann sich nicht um dich kümmern. Er ist dein Prinzip, was durch dich lebendig wird. Und das sage ich immer und immer wieder. Und du kannst da, auch wenn immer wieder versucht, man versuchte, die Bibel zu beschreien und immer wieder versuchte, so betont darauf hinzuweisen, dass Gott dich ja so wahnsinnig liebt. Gott hat ja einen Plan für dich. Gott weiß ja, was das Beste für dich ist. Soll das ein Witz sein? Gott, das bist erst einmal du. Natürlich weiß er, was für dich am besten ist. Zu Deutsch, er weiß, was für dich jetzt im Augenblick möglich ist. Und dann werden wir von allen Möglichkeiten, oder was heißt wir, aber dann wirst du von allen Möglichkeiten, die sich dir da auftun, das jetzt im Augenblick noch das Beste nehmen. Das andere ist noch schlimmer. Also auf gar keinen Fall darf das so bleiben, aber wir sind in einer Wandlung. Und das heißt also, zurzeit haben wir noch keine anderen Optionen. Und ich bin der Meinung, das ist jetzt meine Meinung, dass es die schlechteste aller Optionen ist, darauf zu hoffen, dass mal irgendwann von einem anderen her ein Wunder geschieht. Denn selbst wenn dieser das könnte, würde es mich an diesen ketten. Und ich glaube einfach nicht, dass in einer höheren Sphäre irgendjemanden an irgendjemanden gebunden wird. Das glaube ich nie. Unmöglich. Es gibt ein immer gleich gesellt sich gern. Und es gibt ein so wie der eine, so der andere. Also werden alle sich tunlichst daran halten, nach möglicher so zu sein, dass ich denen dann die besten Optionen öffnen. Und mir fällt immer weiter auf oder immer mehr auf, dass ich das Leben hier beschwerlich finde, aber mir fällt auch auf, es hat gar keinen Sinn, sich darüber zu beklagen, denn offenkundig war es für mich die beste Option, hier zu sein. Also ich kann mir auch schönere Orte vorstellen, aber offensichtlich sind die mir gerade mal nicht zugänglich. Ja, beschweren tue ich mich da bei euch bestimmt nicht. Bei niemandem. Weil ich ganz genau weiß, ganz egal wie schlimm etwas ist, wenn ich es erlebe, hat das was mit mir selbst zu tun. Und da komme ich auch nicht drum rum, das zu erkennen. Das ist manchmal etwas abenteuerlich noch, aber viel abenteuerlicher ist, dass sich so wenige Menschen dazu bereit erklären, das zu verstehen oder verstehen zu wollen. Versteh mich bitte recht. Ich versuche dich nicht auf meine Seite zu ziehen. Das widerspricht jeglicher Logik. Ich kann niemanden auf meine Seite ziehen, weil auf meiner Seite nur einer stehen kann und das bin ich. Viele andere können mit mir irgendwie identisch sein, dann wären sie zwangsläufig in meiner Nähe, aber deshalb fangen wir nicht an, uns gegenseitig zu bekriegen. Aber genau das geschieht hier auf Erden. Andauernd versuchen wir, Territorien zu behaupten. Das ist ziemlicher Unsinn. Denn das, was mir zusteht, kommt ja durch mich zu mir. Also werde ich wohl dafür sorgen, dass ich aus mir das Beste mache. Damit das, was ich wirklich haben will, wirklich zu mir kommen kann. Und ich mich nicht andauernd darüber beklagen muss, was alles bei mir ist. Es wird immer wieder gesagt, Gott liebt dich so sehr. Tja, das stimmt. Du liebst dich wirklich. Glaub mir, du liebst dich mehr, als du es für möglich hältst. Du hast im Augenblick noch vieles an dir auszusetzen. Je länger deine Klageschriften gegen irgendjemanden ist, desto mehr hast du an dir auszusetzen. Und du gehst nicht gerade, oder die meisten gehen nicht gerade freundlich mit sich um. Wirklich nicht. Die sind nicht besonders nett zu sich. Kann man echt nicht sagen. So wie die sich gegenseitig irgendwas an den Kopf schleudern, gehen die wirklich nicht nett mit sich um. Kann man nicht sagen. Nein, das tun sie nicht. Im Augenblick tun sie das gerade mal nicht. Aber das konnten sie ja auch noch gar nicht. Sie wussten es nicht. Und sie haben sich auch überhaupt nicht gewundert, dass je mehr sie sich über irgendjemanden beklagen,
desto mehr oder desto schlechter geht es ihnen. Das wundert sie auch gar nicht. In irgendeiner Weise müssen wir versuchen, es anderen Menschen klarzumachen, besonders wenn sie in irgendeiner Weise in Reibereien mit uns stecken. Gerade dann. Wir müssen es. Sonst verstehen wir einander nie. Ach, es wäre nicht weiter schlimm, wenn wir mal eben einfach so locker lustig uns davon wegbewegen können. Aber wir können uns nur durch unsere eigenen Gedanken davon wegbewegen. Niemals durch irgendeine Aktion. Ich kann noch so schnell rennen. Das andere holt mich sofort wieder ein. Es ist wie der Wettlauf zwischen dem Hase und dem Igel. Der Hase kann rennen, so viel er will. Und an der anderen Seite steht stets der Igel und sagt, ich bin schon da. Na, kein Wunder. Der Hase wusste ja auch nicht, dass er gegen zwei läuft. Wir wussten es auch nicht. Überall, wo du hinkommst, schreit Gott dir entgegen, ich bin schon da. Ja, das ist ja Gott. Es ist dein Klang. Und in einigen Fällen kein sehr amüsanter Klang. Das hört sich nicht gerade sehr nett an und möchte sich am liebsten die Ohren zuhalten. Stimmt. Aber nur dafür, dass du die Ohren zuhältst, nützt es dir ja nichts. Dann kreischt es von innen her. Das ist also ziemlich egal. Als ich dir im letzten Video gesagt habe, mein Heiliger Geist, du bist mein heiliger Klang und mein Klang ist dein Heiliger Geist. Da besteht, beruht das aber eine Wechselwirkung. Beginnt dein Heiliger Geist an zu klingen, schwingt es in dir. Und beginnt es in dir zu schwingen, erklingt es in deinem Heiligen Geist. Das ist die Wechselwirkung, von der ich sprach. Und natürlich, wenn alle anderen damit identisch ist, beginnt es auch bei ihnen zu summen und zu vibrieren. Na klar. Sag mal, leg dich mal für 5 Minuten hin und dann sag andauernd, mein Heiliger Geist, du bist mein heiliger Klang. Und mein heiliger Klang ist mein heiliger Geist. Sag das ein paar Mal. Es würde mich absolut wundern, wenn in dir irgendwas passieren würde. Ich kann dir jetzt nicht sagen, was da passieren sollte, was ich mir vorstellen könnte, was darin passiert, denn dann achtest du darauf, dass das genau das und das passiert. Aber tu es einfach nur. Immer wieder, ich bin mein heiliger Klang. Mein Heiliger Geist, du bist mein Heiliger Klang und ich mein Heiliger Geist, mein Heiliger Klang ist mein Heiliger Geist. Mein Heiliger Klang, du bist mein Heiliger Geist und so weiter. Wenn wir uns Tag ein, Tag aus die Köpfe heiß reden, uns Gedanken machen, drüber grübeln, und über unsere Probleme nachgrübeln, ja, warum ersetzen wir es denn dann nicht durch das? Das können wir doch. Ich meine, du musst ja nicht andauernd sagen, über irgendwas machen. Du kannst es auch genauso gut lassen. Du kannst es auch genauso gut lassen. Zurzeit bist du noch in dieser alten Mühle drin. Ja, und? Dann bewegst du dich da wieder raus. Wenn du unbedingt willst und es schon gar nicht anders willst, wenn du unbedingt willst, dann kannst du auch immer wieder sagen, Jesus ist ja bei mir oder so. Das wird ja nicht stimmen. Das wird ja nicht falsch sein. Natürlich ist es dessen Klang dann bei dir. Einer Person kann er nicht bei dir sein, aber sein Klang kann da sein. Wenn du unbedingt willst, dass Jesus Christus bei dir ist, dann aktiviere halt seinen Klang. Ich persönlich glaube ja, dass es besser ist, seinen Heiligen Geist zu aktivieren, aber wenn du unbedingt willst, dass es Jesus Christus ist, dann von mir aus der. So verkehrt ist das ja nicht. Immerhin ist er zumindest der Mittler der Kristallenergie, also bitte, davon rede ich ja nur die ganze Zeit. Aber mit allem, was du sagst, du erzeugst einen Klang damit. Das glaubst du mir nicht, aber warum eigentlich nicht? Die abenteuerlichen Geschichten, die man dir von anderer Seite sehr serviert, glaubst du doch auch. Ohne irgendwie großartig nachzuprüfen, ob das so stimmen kann. Du prüfst es nach dahingehend, dass du dir von irgendeinem Moderatoren oder sonst jemand erzählen lässt, dass das ja wissenschaftlich untersucht worden ist. Das glaubst du dann auch. Aber warum? Warum? Was in aller Welt hält dich denn daran, dass du so sklavisch an etwas kleben bleibst, was dir unter Garantie Verdruss bringt? Ein Geheimnis, das es wert wäre, gelüftet zu werden, nicht wahr? Ich glaube, dass du verstehst allmählich, ich hoffe es,
dass du allmählich verstehst, wie wichtig dein eigener Klang in deinem eigenen Leben ist. Er wird erzeugt durch das, was du denkst und durch das, was du sagst. Nicht durch das, was du tust, das führt dann dazu, aber letztendlich ist alles, was du tust, wird er begleitet von dem, was du denkst. Und wenn du etwas tust, was begleitet wird von den Gedanken, hoffentlich kommt keiner drauf und hoffentlich werde ich nicht erwischt, dann kannst du sicher sein, dass es nicht so der Klang ist, den du wünschst. Solltest du in einem freien Land leben, solltest du jetzt, wenn du an den denkst, wenn du eine Flucht hast, irgendwas von irgendwas planst, dann ist es wahrscheinlich ganz normal, dass du denkst, hoffentlich werde ich nicht erwischt. Aber ich denke, so tue ich, müssen wir jetzt gar nicht mehr gehen. Ganz im Gegenteil, wir geben uns die größte Mühe, da rauszukommen. Das unterscheidet mich ein bisschen von allen anderen, nicht wahr? Denn ich habe so gar nichts dafür übrig, den Geheimnissen der Welt so auf die Spur zu kommen. Wie heißt es immer so schön, den Geheimnissen der Erde auf der Spur oder den Geheimnissen von oder den Mysterien auf der Spur oder irgendwas. Und dann wollen wir dem Altertümern irgendwas, irgendwelche Geheimnisse entlocken, ausgerechnet wir, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Wir wollen da Geheimnisse entdecken. Du liebe Zeit. Das kann was werden. Für einige Menschen ist das blöd, ja. Andererseits, ich kann einen Weg lange Zeit in die falsche Richtung einschlagen. Aber ich kann auch genauso gut wieder zurückgehen. Es hindert mich ja keiner dran. Nur das entsetzliche Gelärme und Getöse von anderen hindert mich daran. Anfangs. Aber wie ist es doch so schön? Gott ist allmächtig. Mit anderen Worten, er ist tatsächlich allmächtig. Der kann alles tun. Der kann alles bewegen. Er kann in der Tat alles bewegen. Du musst ja nur dessen Seite anstimmen. Und schon wird diese aktiv. Was ist also dagegen zu sagen? Zu sagen, ich bin mein Heiliger Geist, dein heiliger Klang ist mein Heiliger Geist. Und mein Heiliger Geist ist dein Heiliger Klang. Und alles, was ich denke, ist dein Heiliger Klang, mein Heiliger Geist. Damit nimmst du dich sofort in die Pflicht. Das heißt, du nimmst auch deinen Heiligen Geist in die Pflicht. Nur der brauchst du gar nicht die Pflicht zu nehmen, der ist sowieso schon aktiv. Denn der klingt ja andauernd. Der hat nämlich Freude daran zu erklingen. Sein eigener Klang, er liebt es, er findet es einfach fabelhaft und die Entsprechung der anderen, er findet es großartig. Natürlich. In einer gemütlichen Zweisamkeit oder in einer gemütlichen großen Familie, in der sich alles, also alle miteinander wirklich prächtig verstehen, eine Bombenparty feiern, das ist eine super Sache. Warum sollte man da rausgehen? Och nö. Ja, dann tun wir es auch gar nicht, dann bewegen wir uns da rein. Willkommen sind wir alle mal. Oh ja, doch, du bleibst hier draußen, auf keinen Fall. Es wird nur alles von dir abgeschlagen, was da etwas stört. Ich erzähle ja nicht nur meinen Videos, ich erzähle es ja auch anderen und ich habe ja immer noch Begegnungen mit anderen und all sowas und dann wird immer sowas, dann wird das ja auch besprochen und sowas. Und jetzt weiß ich nicht genau, ob ich das in diesen Videos schon gesagt hatte oder ob ich das einem anderen erzählt hatte, aber dass ich erlaube mir an dieser Stelle Raphael ins Spiel zu bringen, der fantastische Bildhauer, der da also wundervolle Engelskulpturen und sowas aus Marmor daraus geschlagen hat. Also ich könnte das, weiß Gott nicht, aber ein Bildhauer, der das richtig gelernt hat, kann sowas. Und dann ist es wirklich so bei dir, du bist dabei, mit deinen Gedanken alles von dir abzuschlagen. Glaub es doch nur endlich, in dir ist ein wunderschöner Engel versteckt. Der wagt sich nur noch nicht so ganz raus. So nach dem Motto, kann ich rauskommen? Nee, dagegen war der Verkehr ist auch zu stark. Und jetzt bist du dabei, alles abzuschlagen, was sich für einen gewaltigen Gegenverkehr identisch macht. Das ist das, womit du beschäftigt bist. Von morgens bis abends. Und dafür brauchst du einen Wust von Gedanken. Ein Wiedererkennen in Dunkelheit oder in Schlechtigkeit oder sowas ist einfach nicht mehr gestattet. Das ist ganz einfach nicht erlaubt. Du kannst dich doch nicht immer in einem Haufen Müll wiederfinden. Das darfst du nicht. Du musst dir selber viel zu wichtig sein. Und du bist dir selber viel zu wichtig, da möchte ich wetten. Auf jeden Fall. Ich habe vor ein paar Jahren schon einmal gesagt, das ist auch schon lange her, weiß heute kein Mensch mehr, mach mal eine Wortdiät. Ganz ehrlich, mach eine Wortdiät.
Oh, ich meine damit nicht, dass du auf etwas zu essen verzichten musst. Ganz im Gegenteil, hau rein. Nicht das Thema. Aber verkneife dir, wenn du denkst, jedes deftige, zotige oder abscheuliche, abwertende Wort. Vergiss es. Verkneife es dir sofort. Und wenn es doch mal ein schlimmes Wort entschlüpft, dann tu dir die Liebe. Und da schiebt da sofort das kristallweiße Licht hinterher. Ich bin ich, das weiße Licht meines Geistes. Ich bin ich, mein kristallweißes Licht. Und die Wortverwandtschaft zwischen Licht und ich fällt dir längst auf. Im Licht steckt nämlich das Wort ich. Kein Wunder. Ich bin ich, mein weißes Licht. Und auch wenn da mal doch eine leichte Verdunklung, so wie eine Wolke, sich da manchmal so, wenn sich da manchmal eine Wolke erfrecht, sich doch vor die Sonne zu schieben, naja, und die geht auch wieder weg. Der blaue Fleck an unserer Seele geht schon wieder weg. Denn wir leben noch. Da ist was Wahres dran. Hurra, wir leben noch. Denn solange wir leben, können wir uns bewegen. Solange wir leben, können wir uns in einem bestimmten Ort bewegen, wo wir hinwollen. Wenn wir gestorben sind, ist das nicht mehr weiter notwendig, dann sind wir sowieso in der höchsten Vollkommenheit. Das müssen wir auch, denn da müssen wir uns erstmal erholen. Also von dem ganzen Schlamassel hier. Das ist, oh ja, wir haben ja wirklich einiges hinter uns. Meine Güte nochmal, was haben wir aber auch gekeucht? War ja auch nicht einfach. Mann, was haben wir aber auch für Steine gekloppt? Nicht gerade wenige. Andererseits, unsere Gedanken setzen uns auch wieder frei. Ich glaube, die Geschichte, ich glaube, die ist auch wieder eingefallen. Wenn nicht, oder wenn jemand neu dazugekommen ist, erzähle ich sie nochmal. Ein Nachbar klingelte bei seinem Nachbarn und fragte ihn: Sie haben doch diesen schweren Granitblock da im Garten. Brauchen Sie den? Nee, sagte der Nachbar, ich weiß bloß nicht, wohin damit. Oh, darf ich den haben? Sagt der andere Nachbar: Ja, von mir aus können Sie ihn haben, was wollen Sie damit? Oh, ich möchte ihn bearbeiten, ich möchte ihn behauen. In diesem Granitblock ist ein wunderschöner Engel versteckt. Das bist du mit deinen Gedanken. Deine Gedanken pauken dich da aus dem ganzen Mist raus. Du glaubst es nicht, natürlich nicht, wenn alle anderen sich vor dir aufbauen und dir mit wissenschaftlichen Erkenntnissen kommen, mit irgendwelchen Demografien oder mit irgendwelchen, was weiß ich was, statistischen Erhebungen oder sonstiges. Doch in dir ist ein Lichtwesen. Und was für eins, es möchte da nur raus. Ich hatte mal so eine Comic-Vogel gesehen, hat ein Pinguin ja so ein Ei und dann springt das Ei auf und guckt das Pinguin raus, kann ich rauskommen? Und er sagte: Papa Pinguin, bleib ruhig rein, bleib noch drin, es regnet gerade. Das ist so ähnlich wie bei dir. Also manchmal, da guckst du nach außen und denkst: Oh Gott, was ein Gegenverkehr. Oh, was ein Mistwetter. Oh, bleib ich so aus. Ja, das ist auch. Aber die Zeit, die du zu Hause verbringst, und ganz gemütlich auf deiner Couch liegst und eigentlich, oh Gott, nichts Böses denkst oder so, solltest du nutzen, immer wieder zu sagen: Mein Heiliger Geist, du bist mein heiliger Klang, und mein heiliger Klang, das bist du, das ist mein Heiliger Geist. Und dann fällt dir auf, meine Gedanken, meine Worte, alles, was ich sage, sind mein heiliger Klang, und mein heiliger Klang, das ist mein Heiliger Geist. Watten, verfehlen. Ich kann es Christus nicht für übel nehmen, dass der einfach dann gesagt hat, so das war's. Und dann auch nicht wiedergekommen ist oder sowas. Und dann gesagt hat: Komm, ich schicke den Heiligen Geist und das ist dann deiner und dann achte mal darauf, achte mal auf den. Immerhin war Christus so nett und ist schon mal rübergekommen und hat mal nachgeguckt, wie unsere Fortschritte so waren. Und die waren ja nicht gerade besonders gut. Was hat er sich angestrengt, uns allen halbwegs zu erkennen zu geben? Meine Güte nochmal, hör auf zu verurteilen. Du sollst dich verurteilen. Und aus diesen ewigen, du sollst dies und du sollst das nicht, da wird, gut, das war vor ein paar tausend Jahren so, dass das dann noch irgendjemand kam und sagte: Du sollst dich stehlen, du sollst die Ehe brechen, du sollst dich begehren und so weiter. Das ist ganz großer Quatsch. Du wirst es so nicht mehr tun. Denn was solltest du begehren, wenn du ganz genau weißt, du kannst es sowieso selber? Warum solltest du zu deinem Nachbars Frau hinschielen, wenn du ganz genau weißt, zu dir kommt programmgemäß genau derjenige
oder diejenige, die programmgemäß für dich geradezu auf dich zugeschnitten ist. Und bist du gerade solo und hast du gerade jetzt, fühlst dich ein bisschen einsam oder sowas? Na, in dieser Zeit machst du was aus dir. Nämlich dein höchstes Selbst, deinen Heiligen Geist. Ist nicht so, dass wir alle arbeitslos sind. Weiß Gott nicht. Deine Gedanken zählen. Your life matter. Das dein Licht, das zählt, klar. In deinem Leben ist es allgewaltig und allmächtig. Aber alle Spirenzien, alle Physiomatenten, alles, was da so reinkommt, so kam eben gerade mal rein, weil es da gerade mal ein bisschen verdunkelt war. Ne? Ja gut, dann erhellen wir es halt wieder. Das war uns was Gott eine harte Lehre. Aber ich kann es nur wiederholen. Diese ganzen Ereignisse hier, die sind uns eine harte Lehre. Aber sie bewirken, dass aus uns sehr klar denkende Menschen werden, die genau sagen, okay, mein Licht wird heller und je heller mein Licht ist, desto weniger Spirenzien finde ich in meinem Leben vor. Ich würde sagen, das versuchen wir doch mal so. Ach, ich bin ziemlich sicher, das werden einige schon verstehen. Alle, die dies wollen. Vor allen Dingen, weil sie auch eins ganz genau begreifen. Ich habe mich nie als ein Messias ausgegeben und ich habe auch nie behauptet, ich bin die Rettung der Welt. Und ich habe ja auch auf diese Technik, denn das ist ja nicht mehr und nicht weniger als eine Vorgehensweise, es ist eine Technik, auch kein Monopol. Ich könnte nie behaupten, dass es auf meinen Mist gewachsen ist. Das habe ich gedacht. Ich bin drauf gekommen. Ich habe das erfunden. Ich habe das gesagt. Ach Leute, das, was ich sage, das sind Weisheitslehren. Wir sind älter als Methusalem. Die gibt es seit Anbeginn der Zeit. Noch die existierten schon vor dem Urknall. Und wo wir gerade im Urknall sind, das Universum soll ungefähr 13 Milliarden Jahre alt sein. Aber wie viele Universen gibt es denn noch? Unzählige! Das kann keiner mehr kontrollieren. Das braucht doch keiner mehr zu kontrollieren. Es ergibt sich ganz von selbst. Denn was du triffst, das gehorcht deiner Anziehungskraft. Und was dich verlässt, gehorcht deiner Abstoßungskraft. Ein einfaches Prinzip. Aber wenn du es immer noch nicht ganz verstehen kannst oder glauben kannst, dann sage ich dir ein ganz simples Beispiel. Auch der größte Computer dieser Welt basiert auf der Entscheidung ja oder nein. Das war alles. Er ist nur in der Lage weiterzudenken. Denn wenn auch die 18. Frage ja geantwortet wird, dann weiß der Computer, dass du auch die 28. Frage wahrscheinlich jetzt wahrscheinlich mit Nein beantwortet wirst. Denn wenn du die ersten 27 Fragen mit Ja beantwortet hast, dann kann die Frage basierend auf alle anderen Antworten nicht plötzlich Nein lauten, wenn das alle anderen Antworten in Frage stellen würde. Das basiert auf Logik, glaub es nur. Wenn das und das und das alles richtig ist, kann das nicht plötzlich falsch sein. Aber wenn du das und das und das für falsch hältst, ja, dann kann auch das nicht richtig sein. Das ist eine simple Logik. Und darauf ist das ganze Universum aufgebaut. Und darum kannst du dich auch so schlecht betrügen. Und jetzt aber mal sagen, ja, das finde ich auch richtig. Wenn du die ersten paar Schritte immer etwas negiert hast und gesagt hast, ja, das kann alles gar nicht sein, dann kann das ja nicht aber mal richtig sein. Das heißt, du musst die Wurzel, wir haben gesagt, du musst das übel bei der Wurzel packen, aber ich würde mal sagen, du musst das ganze andere etwas umstellen. Das kannst du ja. Es ist manchmal so kompliziert und so einfach wie Tanzschritte. Wenn also ab der 63. oder 64. Stufe jetzt aber mal erkannt wird, nee, jetzt will ich das aber doch, ja, dann müssen die anderen Werdeschritte müssen eben eliminiert werden. Das passiert ja. Das kann ja passieren. Du bist durchaus nicht dazu verpflichtet, einen Weg, wenn er falsch ist, immer weiterzugehen. Nein, aber die Erkenntnis, dass du diesen Weg nicht mehr weitergehen willst, die muss da sein. Aber nicht aus einem reumütigen Geist heraus, oh Vater, ich habe ja so furchtbar gesündigt, es tut mir auch so leid.
Wichtig ist nur, dass etwas geändert worden ist. Dass ein anderer Kurs eingeschlagen worden ist. Das ist wichtig zu erkennen. Und erzähl mir bitte nicht, dass du daran jetzt erkennst, deine Aufgabe, also dass du daran jetzt deine Aufgabe erkennst, alle anderen zu missionieren. Du weißt hoffentlich, was für Wege die da gehen und was sie da genau vor sich haben und wofür sie sich aber auch entschieden haben. Ich meine, wenn jemand seit frühester Kindheit ein Chemiebegeisterter, ein kleiner Chemiker immer gewesen ist, eine kleine Chemikerin, und ich schon mit 11 Jahren wusste, ich werde später mal eine sehr bekannte oder eine sehr, sehr gute Chemikerin, dann wird er nicht plötzlich damit aufhören, nur weil sie plötzlich hört, dass das eventuell auch anders gehen könnte. Es gibt Menschen, denen ist ihr Beruf wirklich in die Wiege gelegt worden. So einfach hatte ich das leider nicht. Ich hatte keine besondere Berufung zu irgendwas. Nur zu einem. Meine Gedanken inniglich zu lieben. Das klingt kitschig, nicht wahr? War aber so. Ich liebe es zu denken. Wenn immer andere nach ihren Hobbys gefragt werden, dann denke ich, oh Gott, was will ich denn dann schon sagen können? Nur, dass ich es liebe zu denken. Denn das tue ich wirklich. Denn mir fällt auf, was für eine Wandlung passiert, wenn ich so und so denke. Das merkt man richtig innerlich. Man merkt es geradezu. Und das hat mir eine große Last von einer Seele genommen, weil gerade so wie alle anderen hatte ich die ersten 30, 40 Jahre immer gedacht, Mensch, kann da nicht mal was kommen oder könnte es ja nicht meintlich sein? Und habe dann noch geguckt, ob welcher Engel könnte mir denn helfen und kann denn Gott nicht mal kommen und all sowas. Genau so war ich auch. Das war nichts und das ist nichts Ungewöhnliches und es ist kein Grund, sich dessen zu schämen. Es war nur so, dass ich wie alle anderen auf ein göttliches Zeichen gewartet habe. Wie alle anderen. Und dann begann ich, meine Gedanken umzustellen. Und dann brauchte ich keine göttlichen Zeichen mehr, denn sie waren in mir. Sie spielten sich in mir ab. Das war so deutlich wie nur irgendwas. Denn auf einmal merkte ich, dass sie mir vibrieren, pulsieren. Das Herz begann zu jagen oder die Augen auf einmal zu tränen oder auf einmal wurde mir, wie gesagt, also die Kreislaufschwierigkeiten, die haben sich gewaschen und so weiter. Und es wurde alles umgestellt, die ganzen hunderte Jahre davor. Da wird alles neu aufgebaut. Und ich sagte schon oft, wenn es bei dir passiert, du bist der Erste, der es merkt. Denn das sind dann auf einmal Vorgänge in dir, die kannst du gar nicht ignorieren. Das ist unmöglich. Du könntest natürlich zum Onkel Doktor gehen und sagen, hier, das und das passiert mir gerade und da wird er sofort sagen, ja, und einweisen und das weiß ich was alles. Oder nicht in die Psychiatrie, aber ins Krankenhaus und bei denen, oh Gott, ja, ganz schwer krank und so weiter. Aber auf einmal merkst du, du bist nicht schwer krank, du bist nur in einem gewaltigen Umbruch. Wow. Weißt du, es ist schwer mit mir, die Allmacht Gottes, zu diskutieren. Denn das würde bedeuten, ich müsste meine eigene Allmacht diskutieren. Ach, danach steht mir nicht der Sinn, da ich sie kenne. Und du kennst deine hoffentlich auch. Es ist nämlich dein. Also wenn immer wieder gesagt wird, Gott ist allmächtig, glaub mir, damit bist du gemeint. Ich wünsche dir so alles, alles Gute. Reinige dich bis zum geht nicht was. Kristallenergie bietet sich hervorragend an, weil sie reinigt wirklich alles. Da kennt ihr nichts. Da kennt ihr nichts. Die reinigt alles. Das ist fast wie, ich habe mal gehört, wenn man Perlen in Kokedent wirft oder sowas, dann lösen sich die Perlen auf. Also ich habe das Gefühl, das ist Kristallenergie, weil die kennt nichts. Die löst alles auf. Also was so in Richtung Kalk und Perlen und sowas geht. Kein Wunder, denn die löst alles auf, die wandelt alles zu nichts. Und dann alles wieder neu aufzubauen. Jo, dann würde ich doch mal sagen, tun das mal. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Alles ab in die Kristallenergie. Und kein, ach Gott, ja, und vielleicht ist das ja noch gut und vielleicht kann man das ja noch auftragen und vielleicht kann man es ja noch woanders zu gebrauchen. Komm, alles in die Kristallenergie. Es muss eine Grundwandlung her. Ja, und dann haben wir es, ne? Ich wünsche dir alles Gute. Tschüss.